herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zur nächsten Ausgabe von Gezockt. Heute so, wie es ursprünglich mal gedacht war, direkt nach dem Spielabend noch kurz, ne, Handy auf dem Stativ und dann mit den ganzen Spielen, die hier noch stehen, erzählen, was wir so gespielt haben. Wir haben heute Terra Mystica gespielt, damit haben wir angefangen. Wir haben relativ viel gespielt, deswegen auch schon gleich wieder gezockt. Wir haben es ohne Corinna gespielt, zu dritt mit Georg, der hat jetzt seine dritte Partie davon gespielt. Und Sophie, seine Freundin, hat auch mitgespielt. Es war ihre erste Partie, das heißt, ich musste es erstmal relativ ausführlich erklären, aber ich glaube, ich konnte es ganz gut verstehen. Der hat natürlich immer zwischendurch mal wieder ein paar Fragen, aber es ist dann schon eingängig. Es ist natürlich wirklich ein Expertenspiel. Also das ist was, da muss man sich erstmal reinfinden. Die erste Partie ist wirklich nur so zum Kennenlernen. Aber wir hatten auf jeden Fall super viel Spaß daran. Also wir haben ja im Prinzip mit Georg die Völker zugeteilt. Wir haben Sophie die Nomaden gegeben, weil wir haben gesagt, das ist so ein easy Einstiegsvolk mit den Spielen einfach und man kann irgendwie immer tolle Sachen machen, man kann nicht eingebaut werden. Und Georg hat dann irgendwie erst zufällig Völker zugeteilt. Dann haben wir ein paar, die überpowered scheinen, rausgenommen. Wobei ich gar nicht weiß, in der Erweiterung ist ja eine neue Karte drin. Ich glaube, die hebt so ein paar Balancen aus. Also in der letzten Partie hat Corinna mit den Fakiren haushoch gewonnen. Die gelten ja normal als auch nicht so super gut. Ich hatte heute dann Wahl zwischen Zwergen und Konstrukteuren. Ich habe, glaube ich, noch nie mit den Konstrukteuren gespielt. Habe die dann gespielt. Und Georg hat einfach die Chaos-Magier genommen. Und wir hatten also eine coole Partie. Und ja, wir haben dann relativ zügig gespielt. Also ich glaube, wir waren zu dritt, wenn man die Erklärung weglässt, in knapp zwei Stunden auf jeden Fall durch. Ich habe die Partie relativ knapp vor Georg gewonnen. Ich hatte, glaube ich, am Ende 120 und Georg hatte so 5 Punkte weniger. Ich habe die Konstrukteure noch nie gespielt, falls ihr Terra Mystica kennt. Die haben halt die Fähigkeit, wenn die halt über eine Brücke zwei, was auch immer, Bauwerke benachbart haben, kriegen die immer, wenn die passen, dafür 3 Punkte. Also wenn die halt alle 3 Brücken gebaut haben und das immer so aneinandergrenzend gebaut haben, jede Runde 9 Punkte fürs Passen, das ist schon mächtig. Gerade wenn man dann noch irgendwie was nimmt, wo man noch fürs Bau von Häusern extra Punkte bekommt, ist schon sehr cool. Ich habe es, glaube ich, gerade mal geschafft, eine Stadt zu... Ich glaube, die zweite habe ich auch noch ganz knapp gründen können, aber erst in Runde 5 und 6, hat also lang gedauert. Und ja, es war ein knappes Ende, aber es hat Spaß gemacht. Also es war auch vor allen Dingen eine flotte Runde, wir haben eben einfach gespielt, wir haben halt schon so ein bisschen auf die Macht geachtet. Natürlich haben wir auch so viel ein paar Tipps gegeben am Anfang, wo es gut wäre zu bauen, worauf man so achtet. Und das war schon wirklich cool. Wie gesagt, wenn wir es mit Corinna spielen, die sieht halt alles, die denkt an alles, die optimiert alles hardcore durch und macht einfach dann Züge am Ende, wo man denkt, okay, ja krass, so kann man das auch spielen. Wir sind halt Normalsterbliche, die es auf normalem Niveau gespielt haben und hatten da halt sehr, sehr, sehr viel Spaß dran. Also das ist wirklich, also ich glaube, das wird noch ein paar Mal häufiger auf den Tisch kommen. Wie gesagt, Gaia-Projekt liegt da irgendwie gerade im Wäschekorb. Also weil die Leute jetzt 4-5 Mal Terra Mystica gespielt haben, wenn sie Bock drauf haben, werde ich auch mit so Georg, Sophie, Karl, Annika auch vielleicht mal eine Partie Gaia-Projekt spielen und dann mal gucken, wie da das Feedback ist. Aber ich denke, sie werden es ähnlich sehen wie ich. Gab ja auch einen Kommentar unter meinem Gezockt von gestern, wo ich immer geschrieben habe, ja, ich finde halt Gaia-Projekt geiler, weil es eben noch komplexer ist. Aber wie gesagt, für mich ist das dann schon eher Arbeit und kein Spaß mehr. Und ich finde, das ist einfach perfekt, so wie es ist. Vorteil von Gaia-Projekt ist eben halt, es ist gut solo spielbar, es ist gut mit 2 Personen spielbar. Das hier zu zweit, also ich habe noch auf Boardgame nachgeguckt, das ist von, ich glaube, 70% nicht empfohlen, also ist ein bisschen schade. Bestimmt wird es jetzt auch einige Leute geben, die sagen, wieso, habe ich gespielt. Es gibt auch eine Variante, wo man irgendwie an die Randfelder Häuser stellt und dann kann man da schon mal billiger bauen. Sorgt aber auch dafür, dass es ein bisschen, also für 2 Spieler ist die Variante, sorgt aber dafür, dass es auch relativ solitär dann ist zu zweit. Aber wie gesagt, ich finde es nach wie vor richtig gut, ist ja mittlerweile auch schon 6 Jahre alt, wird, glaube ich, dieses Jahr meine All-Time-Top-10 auf jeden Fall wieder ein bisschen aufsteigen. Dann ist Karl währenddessen gekommen und dann haben wir danach noch irgendwas gespielt, während Fußball lief und dann haben wir Voodoo gespielt. Das habe ich von Huch zugeschickt bekommen zum Rezensieren, das ist gerade eine Neuheit, die sie rausgebracht haben. Und ja, ist im Prinzip, hier steht das verflucht gute Partyspiel. Ist halt ein Spiel in der Art, man hat Würfel, die verschiedene Ressourcen anzeigen, man hat Fluchkarten auf der Hand und ich muss halt bestimmte Ergebnisse gewürfelt haben, um diese Fluchkarten auszuspielen. Wenn ich diese Fluchkarte ausspiele, dann kann da irgendwie zum Beispiel draufstehen, muss ich halt einen Spieler benennen, sage ich zum Beispiel Karl, muss die Finger zeige und hier Mittelfinger über Kreuz haben. Die ganze Zeit.
Und wenn man, wenn er das irgendwie macht, auseinander macht oder sowas, sobald ihn der Endspieler dabei erwischt, dass er das nicht gemacht hat, kriegt er dafür Punkte. Und der den Fluch ausgespielt hat, kriegt auch fürs Ausspielen des Fluches Punkte. Dann gab es auch irgendwie einen anderen Fluch, wo irgendwie die Ellbogen die ganze Zeit zusammen sein mussten. Das war ein bisschen doof, weil ich auch den Fluch ausgespielt habe, wo alle Spieler nicht die Ellbogen auf den Tisch legen konnten. Das war ein bisschen anstrengend. Oder immer, wenn der Punktemarker vorbewegt wird, dann muss man irgendwie laut schreien. Es gibt so eine Voodoo-Puppe, die der Startspieler, also der aktive Spielermarker ist. Da hatte ich, was nicht, die weitergeben, muss ich mal sagen, oh, und die weitergeben, wer anders musste immer fiepen wie eine Maus, bevor er gewürfelt hat. Ja, es ist halt so ein klassisches Partyspiel mit irgendwelchen Aufgaben. Man macht sich da nicht so super zum Horse bei. Was, also von der Grundidee her ist es gar nicht so unwitzig. Was halt das Problem ist, diese Fluchkarten, wenn ich halt irgendwie eine Fluchkarte gespielt habe, die sagt, dass irgendwie Sophie immer sich beschweren muss, wie schwere Karten sind, bevor sie die Voodoo-Puppe weiter gibt, dann liegt die Karte vor mir. Und man kann das mit bis zu 6 Leuten spielen. Das heißt, es kann dann irgendwann sein, dass jeder so 3 Karten vor sich liegen hat, also irgendwie 18 Karten im Spiel sind. Und man muss sich dann auch wirklich merken, wer was zu tun hatte, weil man will natürlich immer irgendwen dabei erwischen, dass er das nicht macht. Und nett ist halt, wenn irgendjemand einen Fluch hat, wo er sagt, das geht so gar nicht, das nervt mich total hart ab, naja, dann bricht er ihn einfach und dann sagt er, ich habe dich erwischt, kriegt dafür Punkte, fertig. Immer wenn man bestimmte Punktezahlen erreicht hat, kriegt man so permanente Fluchkarten, die einfach sagen, immer wenn du, es gibt so Artefaktkarten, die man ziehen kann, das sind so Ereigniskarten, die man zwischendurch spielen kann, und da steht drauf, du musst, bevor du dir so eine Karte nimmst, immer das versuchen mit deinen telekinetischen Fähigkeiten dir zu nehmen. Klappt natürlich nicht, aber wenn man es vergisst, dann kriegt man einfach irgendwie Punkte abgezogen oder sowas. Ja, ist von der Idee her ganz nett. Also werde ich euch nochmal ein Video zu machen, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert. Das ist in, glaube ich, 10 Minuten abgefrühstückt. Dann habt ihr noch, also wenn ihr da Interesse, also werde ich auf jeden Fall ein Video zu machen. Und es ist nett, es ist jetzt nicht mega schlecht, aber da braucht man halt die richtige Runde für. Dann kann das, glaube ich, ganz witzig sein, aber es kann, also ich glaube, die meisten Spieler wird es eher hart nerven. Bei mir war auch die Begeisterung, als ich gesagt habe, hier, wir spielen Voodoo, so ein Partyspiel, sehr, sehr hoch. Dann ist Annika noch dazu gekommen. Dann haben wir The Mind gespielt mit 5 Spielern. Ich habe da mal was von Tom Felber, dem Vorsitzenden von der Jury Spiel des Jahres, zugelesen, der gemeint hat, die haben es auch schon zu 5 gespielt, hat auch super gut funktioniert. Wir hatten jetzt eben das Problem, dass Georg und Sophie The Mind noch nicht gespielt haben. Und dann in der 5er-Runde starten ist ein bisschen doof, weil natürlich zu 5 hat man den Vorteil, es sind sehr viele Karten im Spiel. Das heißt, so die Taktung zwischen den ausgespielten Karten ist ein bisschen einfacher, weil mehr Karten im Spiel sind. Und ja, war okay. Wir haben dann auch irgendwie verloren, weil es halt, ja, es ist, nee. Ich finde das mit weniger Spielern, ich finde es eigentlich fast zu zweit am besten. Ich glaube, zu dritt gewinnt das auch nochmal. Aber es sollten dann Spieler sein, die das Spiel kennen, darauf Bock haben, das toll finden. Und wenn man natürlich einfach nur immer die, ja, also steht zwar in Anleitung drin, dass man nicht Sekunden zählen soll, aber man zählt irgendwie schon immer intern. Also man kann dann irgendwann meistens sagen, was die anderen Mitspieler spielen. Und ja, sagt spannend wird es eigentlich erst, wenn man einmal durch ist und es dann verdeckt spielt. Ob es dann klappt oder nicht, so dieser Nervenkitzel, ob man wirklich richtig gelegen hat oder nicht, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Wie gesagt, ich denke, also deswegen bei Spiel des Jahres bin ich auch mittlerweile immer ein bisschen skeptischer, weil ich glaube, das ist halt so, das spielst du mit einer neuen Gruppe irgendwie 2-3 Mal und dann ist es auch durch. Das kannst du aber ganz vielen verschiedenen Gruppen spielen, was schon ein cooles Konzept ist. Aber ich glaube, es wird sich schon relativ schnell abnutzen. Es ist trotzdem ein ziemlich cooles Spiel, das ich nach wie vor sehr mag, sehr gerne auf den Tisch bringe. Und also hätte ich, glaube ich, mich selbst als Spielpartner, würde ich das deutlich häufiger spielen, weil ich das halt total cool finde. Aber wie gesagt, nach wie vor immer noch Empfehlung. Wenn ihr es nicht kennt, probiert es mal aus. Ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Dann war wieder so die Situation, okay, wir wollen irgendwie nichts Großes mehr spielen, wir wollen irgendwas Kleines, Nettes spielen, was holt man da raus? Ich habe mich dann für Ricochet Robots entschieden und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist vom Grundprinzip her, kann man das auch hier hinten drauf, glaube ich, ganz gut sehen. Hier stehen immer so, ne, diese Roboter stehen immer auf irgendwie zufälligen Positionen und dann wird immer einfach ein Chip aufgedeckt und dann ist da meinetwegen so ein gelber Stern drauf. Und dann guckt man hier auf dem Feld, wo ist der gelbe Stern abgebildet und dann muss ich den gelben Roboter dahin bewegen und muss das mit so wenig Zügen wie möglich machen. Und zwar kann ich diese Roboter immer nur in gerader Linie bewegen, bis sie gegen ein Hindernis stoßen. Muss dann überlegen, okay, wie muss ich welchen Roboter wohin bewegen, damit der als Hindernis gilt, damit ich auf den richtigen Weg komme, damit ich das Zielfeld finde. Da sitzen wirklich alle nur, also man deckt einen Chip auf, dann heißt es irgendwie gelber Mond, also gelb zum gelben Mond. Ja, und dann sitzen alle und gucken.
und gucken auf diesen Spielplan, überlegen, okay, den dahin, dann den hoch, dann den dahin, dann den dahin, okay, da gehe ich im Kreis, okay, den hier, nee, warte, zurück nochmal, dann muss ich den dahin stellen, dann den hier, dann den vorbewegen, dann den hinterher bewegen, dann die beiden zusammen, das, okay, ich habe das in 6 Zügen geschafft oder in 37 oder wie viel auch immer. Sobald irgendwer einen Weg gefunden hat, wie er halt die entsprechende Figur zu dem entsprechenden Ziel bringen kann, sagt er die Zahl, 25, dann wird die Sanduhr umgedreht, jeder hat nochmal Zeit, das zu unterbieten, während die Sanduhr läuft, dann kann auch sein, dass irgendwer sagt, 6, also was, 6, irgendwas haben wir übersehen, hatten dann meistens irgendwas ganz Einfaches übersehen. Wir hatten heute den Fall, dass gleich die ersten 3 Aufgaben, die wir hatten, super crazy waren, dass man krasse Kombinationen machen musste, die Figuren irgendwie wild hin und her bewegen musste. Aber es hat wieder, also es ist auch so ein Klassiker, der ist im Original, ich glaube, von 99 oder sowas. Das ist jetzt eine Neuauflage, die ist von Rio Grande Games, aber eigentlich ist es auch von Abaco Spiele. Super cool, kann man im Prinzip mit so vielen Leuten, wie auf dem Tisch passen, spielen. Ne? Wenn 20 Leute im Tisch rumpassen, können 20 Leute drauf gucken, irgendwer ruft irgendwann eine Zahl rein und dann zeigt er einfach, wie das Ganze funktioniert. Wer schafft, kriegt einen Chip und wer am Ende, wenn alle Chips durch sind, die meisten hat gewonnen. Die Spielpläne sind jeweils doppelseitig bedruckt, die kann man immer wieder beliebig auslegen. Die Roboter werden auch immer zufällig irgendwo hingestellt. Dadurch ist auch jede Partie anders, weil es geht nie die gleiche Mechanik. Man muss sich immer wieder neu reindenken, neue Wege finden. Das ist verdammt cool. Also wenn ihr abstrakte Logikspiele mögt, wenn ihr Spiele mögt, die ihr gerne clever seid, die fordernd sind, ohne deswegen gleich so groß anstrengend, nicht so Terra Mystica komplex zu sein, aber eben schon, wo man wirklich so coole Ideen haben muss und das eben auch auf Zeiten mögt, guckt euch das mal an, das ist auch ein Spiel, also ihr wisst ja, ich trenne mich immer sehr schnell wieder von Spielen, so ein Spiel muss irgendwas haben, mich zu catchen, ansonsten ist es weg. Und Ricochet Robots habe ich seit Jahren in meiner Sammlung, wird immer drin bleiben, weil ich es bei solchen Gelegenheiten wie heute immer wieder gerne raushole. Dann, muss ich mal stapeln, haben wir danach zu dritt Santorini gespielt. Das war okay, das hat Georg bisher einmal mit mir gespielt, jetzt haben wir es halt zu dritt mit Sophie gespielt und wir hatten dann irgendwie eine doofe Kombination, dass irgendwie Sophie den Gott hatte, wo man immer eine Stufe, wenn sie hochgeht, kann kein anderer hochgehen und Georg war halt immer einen Zug davor, dass er gewinnen könnte. Und dann habe ich halt immer irgendwie ja Sophie so hingebaut, dass sie irgendwo noch eine Stufe hochgehen konnte und so konnte man den Sieg lange hinauszögern, aber irgendwann war klar, geht nicht mehr. Haben wir es dann gelassen. Hat zu dritt auf jeden Fall funktioniert, weil da hat halt wirklich so, da gab es halt 3 Parteien, war aber natürlich schon relativ voll auf dem Spielfeld dann. Ne? Man baut hier diese Türme, die aussehen wie in Santorini, wirklich. Also wenn ihr Santorini googelt, werdet ihr genau solche Bauwerke hier sehen. Und was halt cool ist, ist halt wirklich so ein abstraktes Spiel, so ein bisschen wie Schach, nur dass es am Anfang sehr offen ist und nach sich so Möglichkeiten ergeben. Und es gibt ja 30 von diesen verschiedenen Götterkarten drin und die geben einem halt irgendwelche Spezialfähigkeiten, dass man sich im Feld mehr bewegen darf, dass man 2 bauen darf, dass man gewonnen hat, wenn man von Ebene 2 runtergeht, dass man irgendwie gewonnen hat, sobald 5 Kuppeln da sind und so weiter und so fort. Im Normalfall läuft das noch so, dass ein Spieler sich 2 von diesen Götterfähigkeiten aussucht und der andere Spieler aussucht, welche er davon haben möchte. Das heißt, man muss auch darauf achten, dass die gut zusammenpassen und nicht irgendwie das total obsolet ist, weil klar ist, in der Kombination gewinnt auf jeden Fall der. Haben wir halt Pech gehabt. Ich finde es super, super cool, macht super viel Spaß. Ist eines von den besseren abstrakten Spielen auf jeden Fall. Und gibt es auch eine Erweiterung zu mit dem goldenen Vlies, die habe ich leider nicht. Aber wenn ihr halt abstrakte Spiele mögt, wenn ihr eben Spiele mögt, wo man gerne clever ist, wo man halt zu zweit gegeneinander spielen kann, guckt euch das an. Es gibt Regeln für 3 oder 4 Leute. Für mich ist es aber definitiv zu zweit am besten. So, und dann, ihr merkt, es war jetzt ein Abend der lockeren, seichten Spiele. Da habe ich gesagt, okay, ich glaube, wenn wir so gerne bauen geht auch anders. Man kann auch mit Bausack bauen. Und da haben wir halt Bausack gespielt. Kennt ihr vielleicht auch, so ein Geschicklichkeitsspiel, wo man eben diese ganzen verschiedenen Holzteile hat. Die weißen sind halt relativ, nicht rau, aber die sind halt nicht so rutschig. Die roten sind halt so speziell lackiert oder geschliffen oder so. Da hält halt schlecht anderes drauf. Und es hat, es gibt irgendwie 4, 5, 6 verschiedene Regelvarianten, die da drin stehen. Ich habe die mal gelesen. Wir haben auch mal irgendwas davon ausgeführt, dass man irgendwie erst diese Teile versteigert und dann Türme damit bauen muss, die nicht umfallen dürfen und dann so hoch wie möglich sein müssen. Da dauert dieses Versteigern länger als das ganze Spiel. Wir machen das meistens einfach so. Alle Teile auf den Tisch und dann bauen wir. Und wenn es irgendwie bei mir einstürzt, dann kriegt der vor mir dran war, einen Punkt. Das dann so lange, bis einer 3 oder 5 oder 10 Punkte hat. Und egal, mit wem ich dieses Spiel hier gespielt habe, Bausack, es ist immer bei allen gut angekommen. Selbst bei Leuten, die sagen, nee, so Geschicklichkeitsspiele eigentlich nicht. Weil hier kann man halt total kreativ, total frei sein, mit diesen ganzen Teilen einfach
Dinge ausprobieren. Und ich finde es auch gut. Auch heute kam es wieder super, super gut an. Wir haben danach noch ein anderes zum gleichen Verlag gespielt. Das war auch okay. Aber das hier begeistert die Leute einfach immer mehr. Und das ist auch so das Spiel, wo man auch so die totalen Nichtspieler zur Not mit zum Spielen bekommt. Weil mit Baukratzen spielen wurde uns ja allen in die Wiege gelegt. Das liegt uns wahrscheinlich einfach im Blut. Dann haben wir, es ist ein bisschen verstaubt, es lag die ganze Zeit oben auf dem Schrank, habe ich jetzt auch schon bestimmt ein Jahr oder zwei nicht mehr gespielt, Bamboleo, auch vom Zoch Verlag und ihr ja, seht das im Prinzip schon, das ist so ein Stab, hier ist ein Ständer, wo so eine Korkkugel drauf ist und da legt man dann diese Platte drauf, wo diese Teile drauflegen und die kippt natürlich immer in irgendeine Richtung und wenn ich dran bin, muss ich einfach eines dieser Teile runternehmen, ohne dass das Ganze umkippt. Dann habe ich irgendwie verloren oder man kann eben auch machen, dass man mit einer Küchenwaage einfach die Teile wiegt. Manche sind halt schwerer als andere und wer am Ende die schwerste Summe an Teilen hat, der hat gewonnen. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie, ne, jetzt kippt das hier nach unten, weil es hier gerade schwerer ist, sprich, wenn ich hier einen Teil nehme, dann kippt das in die andere Richtung. Dann müssen wir von da einen Teil wegnehmen und das immer so machen, dass es im Balance bleibt. Das ist cool, wegen des Effektes, weil es einfach total spaßig ist und halt immer diese Spannung. Also wenn ich das Teil da wegnehme, oh, es schiebt, es kippt, es hält doch noch. Also diese Spannung, davon lebt das Spiel eindeutig. Aber davon, also und auch die ganze Idee ist halt super cool. Aber das ist halt so ein Ding, da spielt man zwei, drei Mal und dann sagt man auch, okay, war nett, packen wir wieder ein. Also so an so einem Abend wie heute, wo wir ein paar kurze Dinge am Stück gespielt haben, war das, glaube ich, super gut. Aber Bausack ist halt meiner Meinung nach das bessere Spiel auf jeden Fall. Und dann, ich habe ja, eigentlich habe ich schon gezockt drüber geredet, Imaginarium haben wir ja gespielt, ja, gab es ja auch schon durchwachsene Meinungen zu, einige haben gesagt, ist total gut und ersetzt für sie Century und ist Century mit irgendwie noch irgendwie ein paar Extras. Ja, für mich ist das halt so ein Spiel, also es ist nicht wirklich Familienspiel, es ist so Grenze zwischen Familien- und Kennerspiel. Gut, ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel, es ist solide, es ist halt für mich auch wieder so ein klassisches Spiel in der Richtung, das hat nichts Besonderes, was einen so catcht, das ist nett, das kann man locker runterspielen, wenn man da Leute hat, wo man auch weiß, die mögen irgendwie solche, sag ich mal, doch dann eher seichten, einfachen Spiele, wobei das hier, wie gesagt, eine Hardware-Effizienzmaschine ist, also so wirklich seicht ist es eigentlich nicht, man muss halt diese Projekte, die ausliegen, die muss man halt einfach als Erster erfüllen, um die 20 Punkte zu haben, um zu gewinnen. Aber trotzdem fehlt dem Spiel für mich so ein bisschen so das Besondere, so warum will ich das spielen? Also ich will es eigentlich deswegen spielen, weil es geil aussieht. Und ja, dann denkt man sich halt, das ist so ein Engine-Building-Spiel. Wie gesagt, das ist es nicht so wirklich. Ja, also ich fand es okay. Wenn euch irgendwas, also ihr habt ja mein Video gesehen, das habe ich ja relativ wertfrei gemacht. Wenn euch das irgendwie angesprochen hat, wenn ihr sagt, wow, das ist total cool, mit so Ressourcen generieren und die Würfel und so umwandeln, das ist total toll. Wie gesagt, überhaupt kein Problem, das ist kein schlechtes Spiel. Das funktioniert, das ist rund, das sieht gut aus. Das ist wirklich ähnlich wie Century, noch mit ein bisschen mehr, also wo Century vielleicht das reine Familienspiel ist, ist das jetzt an der Grenze Kenner- und Familienspiel, aber ja, ich habe das jetzt für die Rezension ein paar Mal gespielt, habe das Video dazu gemacht und ich denke, ich werde das Ding wahrscheinlich nie wieder spielen, weil das ist halt so ein Spiel, das geht in der Menge unter, das werden sich jetzt ein paar Leute holen, werden da Spaß dran haben, werden da spielen. In einem, allerspätestens in zwei Jahren, werden wir von diesem Spiel nichts mehr hören, weil dafür hat es einfach nichts, was es irgendwie aus der Menge raushebt. Und wir wissen ja, es kommen jedes Jahr 1400 Spiele. Jetzt ist hier gerade die 1400 Spiele raus. Und ja, Imaginarium ist da halt eines von vielen. Kein schlechtes, aber jetzt auch nicht so irgendwie herausragend. Und ja, das war tatsächlich mein Gezock. Morgen Abend, also heute Abend, dann werden wir wahrscheinlich endlich mit The Rise of Queensday anfangen. Wir werden es zu viert spielen. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Ich muss mal gucken, ob ich vor die Anleitung lese. Vielleicht, falls es irgendwelche von euch schon gespielt haben, sagt mir mal Bescheid, ob es Sinn macht, die Anleitung gemeinsam mit allen zu lesen oder ob ich die schon mal vorher lesen sollte und dann reinkomme. Mal gucken, ich werde auch wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeit haben. Also werden wir es wahrscheinlich gemeinsam machen müssen. Da werde ich euch dann auf jeden Fall auch drüber berichten. Ja, ich wollte heute Hue wieder auf den Tisch bringen. Super, super cooles Spiel. Leider waren wir dann doch zu fünft, dann ging es nicht mehr. Kommen wir mit anderen tolle Sachen spielen. Und wie gesagt, die Krypto habe ich auch schon im Gezockt in 60 Sekunden drüber geredet. Super cooles Spiel, wollte ich neulich auch schon ein Rezensionsvideo zu machen. Werde ich, glaube ich, also zum einen brauche ich eigentlich kein Rezensionsvideo dazu zu machen, weil ich habe mir neulich mein Video zum Prototypen angeguckt, das ist super. Da erkläre ich das Spiel super, besser als ich es in meinen bisherigen drei Versuchen da ein Video zu machen könnte. Und wir werden auf jeden Fall auch, wenn wir irgendwie zu viert sind und das Spiel, werde ich sagen, Leute, warte kurz, ich mache Kamera an, wir machen da eben so ein bisschen Rezensionsding draus, weil es ist, finde ich, schwer, also auch ja, der Dice Tower, Sam Healy, hat ja ein Video dazu gemacht, wo auch viele darunter geschrieben haben, dass sie so die Essenz des Spiels nicht verstanden haben und nicht wissen, was macht man überhaupt und warum ist das so toll.
Und auch wenn man das Spiel Leuten erklärt, die sitzen erstmal und denken so, hä? Also ich habe vielleicht nur nicht den richtigen Weg gefunden, das zu erklären. Ich finde es, wie gesagt, super, super, super cool. Es ist für mich eine tolle Alternative zu Codenames. Für mich können beide Spiele durchaus in der Sammlung bestehen. Aktuell finde ich halt die Crypto auch noch toller. Ich weiß nicht, ob sich langfristig vielleicht Codenames eher durchsetzen wird, aber beides tolle Spiele, aber man muss es halt wirklich live gespielt gesehen haben und dann oder auch vielleicht einfach selber spielen. Aber wie gesagt, ich denke, wenn ich einfach so eine Live-Erklärung mache, wo ich euch so ein Live-Let's Play mache und die ganzen Denkpausen rausschneide, dann wird das auch sehr komprimiert sein, dann hat das ein gutes Pacing, gutes Thema und man bekommt auch, glaube ich, ein bisschen mit, wo der Witz des Spiels ist und wo die Problemstellung liegt und warum das so interessant ist. Und ja, das war es jetzt auch, also ein relativ kurzes gezockt für die Menge an Spielen, aber ja, ich glaube, so ist es auch mal ganz gut. Ich glaube, also ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie das vom Ton her ist, das ist wirklich nur der reine Kameraton, der sollte eigentlich gut sein, also das iPhone hat meistens einen wirklich guten Ton und ja, werde ich wahrscheinlich in Zukunft häufiger so machen, deswegen gebt mir mal ein Feedback dazu, wie ich jetzt ein bisschen komisch gesessen, damit ich ins Bild passe, weil das Stativ nicht so hoch ist. Gebt mir einfach mal Feedback, wie ihr das gefunden habt, ob das toll so war oder ob das lieber mit der normalen Kamera und normalem Ton gemacht werden soll. Und das war's dann jetzt von mir. Ich werde gleich nochmal ein neues Vlog hochladen, das ich eigentlich schon seit 2 Tagen hochladen wollte. Und ja, das können dann alle Patreons sehen. Und ja, dann würde ich sagen, also ich habe jetzt schon mal gut vorgelegt, als ich meinen gezockten 60 Sekunden gemacht habe, habe ich da reingeguckt und es waren gerade, ich glaube, 18 oder 20 Spiele oder sowas. Jetzt haben wir heute Abend schon 7 gespielt und das war der 1.5. Morgen kommt dann das noch dazu, das ist schon irgendwie das 8. Spiel. Also ich hoffe, dass wir im Mai richtig durchstarten, da richtig viele Spiele spielen. Dann wird es bestimmt noch 2, 3 gezockt mehr geben, weil aktuell, ne, wenn ihr, wie gesagt, die Vlogs verfolgt auf Patreon, es sieht hier auch immer besser aus. Ich schaffe es hier immer mehr Ordnung reinzumachen und wenn man halt in so einer Ordnung, also ich lebe im totalen Chaos und wenn es halt wirklich einfach toll aussieht, man denkt, oh, das ist ja cool, dann setzt man sich eben auch nochmal für die Kamera und man denkt, oh, ich muss es hier stundenlang irgendwie erst alles vorbereiten. Also, vielen Dank fürs Zugucken, ich sage bis bald und tschüss!